Tag auch, Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Jetzt erfährst du in diesem Video, warum der FC Ingolstadt in dieser Saison echte Probleme hat. Ja, warum man aktuell auf Rang 17 steht und warum sich das jetzt ändern soll. Und damit herzlich willkommen zu diesem Schalke-Update. Ingolstadt ist unser nächster Gegner. Wir wollen natürlich wie immer gewinnen und wie das gehen könnte nach dem Intro. So, als erstes will ich mir mit euch einmal gemeinsam die Tabellenplatzierung nochmal anschauen, genau den Stand in der Tabelle und auch die letzten 5 Spiele und die seht ihr hier. Wir fangen mit der Tabelle an. Ingolstadt ist 17. wie eben schon erwähnt, 20 Gegentore. Ingolstadt ist im Moment die Schießbude der Liga. Man kann es wirklich nicht anders sagen, 20 Tore ist schon wirklich immens in 8 Spielen. Und haben von den letzten 5 Spielen eben 3 verloren. 1 haben sie tatsächlich gewonnen, und zwar gegen den SV Sandhausen, gegen den direkten Konkurrenten auf Platz 16. Und ein Unentschieden hat es gegeben gegen Nürnberg. Das einmal zur Formkurve. Also da geht auf jeden Fall noch einiges mehr. Und deswegen hat man sich jetzt auch dazu entschieden, einen neuen Trainer zu installieren. Und dieser neue Trainer ist André Schubert. Und André Schubert ist natürlich einer, den kennen wir noch aus Gladbach. Der ist dort auch noch zu Zeiten der Champions League tatsächlich tätig gewesen. Ja, ist jetzt länger raus gewesen. Ja, hat auch auf seinen letzten 2 Stationen nicht unbedingt brilliert. Ist nicht besonders lange gewesen. Unter anderem bei Holstein Kiel gewesen. Dort auch weniger als ein Jahr wirklich Trainer gewesen. Und das jetzt auch schon wieder 2 Jahre her. Also inwieweit André Schubert da natürlich nochmal neuen Wind reinbringen kann, werden wir sehen. Mit Sicherheit müssen wir aufpassen. Natürlich gibt es immer diesen neuen Trainereffekt. Zumindest gibt es den bei anderen Mannschaften. Ja, bei Schalke habe ich das letztes Jahr nicht gesehen. Aber da sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Wir schauen uns mal an, wie André Schubert neues Feuer entfachen möchte bei den Ingolstädtern. Weil ich habe natürlich eine etwas andere Sichtweise als ihr jetzt hier oder vielleicht auch die Jungs, die gerade hier sind oder hier waren in den letzten Wochen. Die sehen in allererster Linie natürlich Krise, Stress, schlechte Situation. Und ich sehe in allererster Linie tolle Möglichkeiten, gute Truppe, gute Entwicklung möglich, Rahmenbedingungen sind top. Und das sehe ich natürlich. Und jetzt versuche ich das, was ich sehe, ein bisschen zu überlagern und zu übertragen auf die Jungs. So, ihr habt es gehört, also Motivation ist auf jeden Fall genug bei ihm da und genügend Optimismus auch. Jetzt gucken wir uns doch mal einfach an, woran es denn bisher vielleicht gehapert hat. Und da hilft uns eigentlich schon ein Blick in den Kader. Und zum einen, also aus meiner persönlichen Sicht, erst einmal ein ganz großes Thema ist, dass der Kader sehr, sehr groß ist von Ingolstadt. Die haben 34 Spieler und 34 Spieler ist aus meiner Sicht viel zu viel. Also müsst ihr euch mal überlegen, Ingolstadt ist einfach keine Mannschaft, die international spielt. Ist klar, sie spielt nur in der zweiten Bundesliga, zusätzlich natürlich noch im DFB-Pokal. Und da braucht man schlicht und einfach keine 34 Spieler. Das führt natürlich auch, oder kann führen, ich kann natürlich von hier aus schlecht sagen, woran es tatsächlich jetzt liegt, aber das kann natürlich dazu führen, dass einige Spieler einfach unzufrieden sind, weil sie nicht zu Einsätzen kommen, ja. Es gibt eigentlich immer in jeder Mannschaft einen Kern von 18 Spielern ungefähr, wo man sagen kann, okay, die kommen wirklich regelmäßig zum Einsatz und das sind wirklich die Leistungsträger. Und wenn du 34 Spieler hast und da ziehst du jetzt 18 von ab, dann seht ihr schon, dass da 16 Spieler sein könnten unter Umständen, die tatsächlich auch unzufrieden sind. Ja, mit Sicherheit ist der ein oder andere Junge auch noch mit dabei, mit denen du es machen kannst. Aber ich finde, die Kadergröße ist auf jeden Fall schon heftig. Was auch heftig ist, ist die Zahl der Verletzten. Ihr seht es hier. Jonathan Kotzke ist zum Beispiel verletzt. Wir haben Jan-Henrik Marx. Wir haben Chanigia Elva, Marc Stendera, übrigens der Ex-Eintracht Frankfurt-Talent, mittlerweile dort zu Gange. Dann Marcel Gauss, Patrick Susek und Stefan Kutschke, auch der Kapitän. Und das tut natürlich sehr, sehr weh.
hier noch gar nicht angemarkert, ist Michael Heinloth, der eigentlich der Vertreter gewesen ist von Stefan Kutschke als Kapitän. Und auch der hat sich verletzt. Also das ist natürlich heftig. Also einige Medien schreiben bis zu 10 Verletzte. Ich habe jetzt 8 gezählt. Ja, irgendwo zwischen 8 bis 10 Verletzten liegen sie im Moment. Und das tut natürlich weh. Ja, und kenne ich auch irgendwie aus Schalke letztes Jahr. Ach so, ein kleiner Clip noch bezüglich nochmal der Kadergröße. Also ich habe, so ungefähr hat es ausgesehen bei der letzten Auswärtsfahrt von Ingolstadt. Ne? Nur da, so viel einfach nochmal dazu. Okay, so, dann schauen wir mal das nächste an. Und das nächste, ach so, genau, wir schauen uns jetzt nochmal einzelne Spieler an. Wir fangen an mit Nassim. Ja, ich möchte euch einfach mal auf Stand bringen, wie es mit Nassim Boujelab im Moment aussieht. Er ist ja jetzt ausgeliehen im Moment nach Ingolstadt und er hat von 7 Einsätzen hat er wirklich 6 schon gemacht, ja, allerdings hauptsächlich eingewechselt worden, ja. Er hat sich also noch nicht wirklich durchgesetzt. Nassim ist auch, ich sag mal, rein vom Marktwert her der werthaltigste Spieler von Ingolstadt und da muss eigentlich auch noch mehr kommen von ihm, aber immerhin 6 von 7 Einsätzen hat er jetzt. Wir gucken uns mal andere Spieler an, die auch etwas erfolgreicher sind als Nassim und hier zum Beispiel Merlin Röhl. Ja? Merlin Röhl, da muss man natürlich den bringen. Merlin zaubert im Mittelfeld der Ingolstädter und zwar hat er 8 von 8 Einsätzen dieses Jahr gemacht, ein Tor geschossen, 2 Vorlagen und 88% der Spielminuten. Was krass ist, weil er ist der Mittelfeldspieler, der die meisten Einsätze in dieser Saison gemacht hat und er ist erst 19. Ja? Zentraler Mittelfeldspieler, wirklich ein richtig guter Mann. Dann kommen wir zu folgendem Mann und das ist Philipp Bilbia. Der ist links außen, 21 Jahre alt, hat 2 Tore dieses Jahr schon geschossen, eine Vorlage, davon also insgesamt 93% der Spielminuten, ja. Also links außen gilt für mich jetzt als Stürmer, ja. Sonst bevor der Erste sich jetzt meldet, hey, der hat doch mehr Einsatzzeit als der Merlin. Der gilt für mich eben als Stürmer. Und ja, der ist auf jeden Fall auch auf ihn zu achten. Man muss immer dazu sagen, Ingolstadt hat bislang halt nur 6 Tore geschossen. Da ist es halt auch schwierig, da jetzt doch jemanden positiv hervorzuheben, aber es geht. Und da haben wir noch Fatih Kaya, der ist Mittelstürmer, 21 Jahre alt, der hat nicht die meisten Einsätze tatsächlich gehabt oder beziehungsweise nicht die meisten Spielminuten, aber auch schon 2 Tore, erinnert mich so ein bisschen an Ahmed Kutucu. Ja, ist auf jeden Fall auch einer, auf den wir achten sollten. Okay, kommen wir doch mal zur voraussichtlichen Aufstellung und die wird ungefähr so aussehen, ja. Ihr habt nicht vergessen, Ingolstadt hat einen neuen Trainer, das kann also komplett anders nachher aussehen. Das hier ist jedenfalls die Aufstellung, die beim letzten Mal auch gespielt hat und ich habe nachgeschaut, also die Spieler sind jetzt nicht verletzt, die hier dort jetzt stehen. Also, Fabian Buntic. Der Mann ist im Moment die Nummer 1, hat zwar die 24 auf dem Trikot, aber ist auf jeden Fall die Nummer 1 bei den Ingolstädtern. Hat schon 20 Gegentore diese Saison kassiert. Ich hoffe, Sonntag werden es noch ein paar mehr. Dann Nils Rösler, Tobias Schröck, Maximilian Neuberger, der kommt über die rechte Seite, dann Dominik Franke über die linke, Merlin Röhl und Dennis Linzmeier im Zentrum, dann auf der linken Außenposition Philipp Bilbia, über den wir eben schon gesprochen haben, Christian Gebauer über die rechte Seite, Christian Eckhard Ayensa im Sturm und der ist auch schnell, das sollten wir nicht vergessen, auf Rang 26 der schnellsten Spieler der zweiten Bundesliga und deswegen schneller als jeder unserer Innenverteidiger. Also sollten wir wirklich aufpassen, dass der nicht mal geschickt wird. Und dann haben wir noch Patrick Schmidt als Sturmpartner von ihm.
Ja, wie Schubert jetzt nachher aufstellen wird, das werden wir dann sehen. So war jedenfalls beim letzten Mal die Aufstellung. Und ja, das so sieht es auf jeden Fall aus. Genau. Bei Schalke sieht es so aus. Freisel wird im Tor sein. Martin Freisel, der hat ja im letzten Spiel schon Ralf Fährmann ersetzt. Dann Marcin Kaminski, Ko Itakura in der Innenverteidigung. Auf der linken Seite Thomas Auwian. Auf der rechten rechne ich wieder mit Mehmet Can Aydin. Da scheint es wohl so zu sein, dass Chulinov relativ, ja, ich sag mal, disziplinlos im Training gewesen. Disziplinlos ist, glaube ich, die falsche. Er hat sich halt nicht an die Taktik gehalten. Also insofern auch disziplinlos. Da scheint er im Moment jetzt den Kürzeren zu ziehen gegenüber Mehmet Can Aydin, zumal Mehmet Can Aydin ja ein Wahnsinnsspiel abgeliefert hat, ne? Muss man wirklich sagen, gegen Rostock. Das war schon echt top. Und ja, dann rechne ich mit Florian Flick tatsächlich im Zentrum. Muss nicht sein, kann aber. Ich denke, es wird Florian Flick anstatt Dries Wouters, weil Dries Wouters hat mich dann tatsächlich auch nicht so wirklich überzeugt im letzten Spiel. Und davor dann natürlich Dominik Drexler, Rodrigo Salazar, Marius Bülter und Simon Terodde. Jo, das dazu. Zum Schluss noch mein Tipp. Der sieht folgendermaßen aus. Ich sage, wir gewinnen mit 2-0 gegen Ingolstadt. Ja, da muss wirklich was drin sein in diesem Spiel. Wenn wir das Spiel nicht gewinnen sollten, dann bin ich schon, wäre nicht so schön. Sagen wir es mal so. Jetzt bitte eure Meinung einmal zu zu unserem nächsten Gegner Ingolstadt. Bitte einmal unten in die Kommentare. Schreibt mal eure Meinung. Was glaubt ihr, was wird das für ein Spiel werden? Und vor allen Dingen schreibt auch mal eure Tipps rein. Und dann lasst mal hören, was ihr so glaubt, wie es ausgeht. Okay? Wenn ich noch was vergessen haben sollte, schreibt es in die Kommentare. Und damit sage ich Glück auf und macht's gut. Bis dahin. Bis spätestens Sonntag. Ciao.